Hallo, Astor, wer? Hallo. Ah ja, guten Abend. Guten Abend, liebe Tänja. Nun kommt die gute Nachtgeschichte von Tante Anna. Hallo, Tjenja. Wir sind weiter bei unserer guten Nachtgeschichte. Hast du die Tür? Ich lese von dir aus Jeremia 17, der Vers auf. Da steht es so: Wie ein Vögel, der sich über die Ehe sagt, durch ihn nicht leicht hat. So ist es, wenn man sie haben geht, auch recht sammeln wird. Tjenja. Haben Sie mal irgendwer ein Vögelnest gesehen? Ein Vögelnest zu beobachten ist sehr interessant. Und gestern hielt wir auch eine Geschichte, wo der Kronprinz so jeden wohl ein Vögelnest sein. Aber der kleine Hirtenjunge, der weiß am dort Nest nicht. Ja, er will nicht das Geheimnis verraten. Wot hei versprochen hat, nicht zu verroden. In wot je wot, aus doi Hirtenjunge, dat er wart, dat der junge Herr, dat dort der Kronprinz findet lohnt wird, nicht der Fürstmeister sin sehn, da nahm hei peinlich seinen Hut von Kopf, in an See der voller Ehrfurcht. Dort freut mi, dem Herrn Prinzen zu sein. Aber dort Vögelnast, dort darf ich nicht wissen, auch wann die wurden selbst der König sein. Der Kronprinz, der war so doll. Und dann seht er, er hat in seinem Leben noch nicht so einen eigensinnigen Jungen gesehen. Auch der Hofmeister, der wird erstaunt über diese feste Weigerung von diesem Jungen. Und der seht er am Jungen, sei uns doch, warum willst du uns nicht dort Nast wiesen? Warum durfst du uns dort nicht wiesen? Wenn du uns dort einmal seist, dann werden wir wieder gehen und wir werden die in Ruhe laden. Oh jo, Herr, seh der Jung, dort kann ich uns sein. Der Michael, der da oben auf dem Boy wohnt und der Kosen abpassen wird, der hat mir dort Nast gewesen. In Arm habe ich dort fast versprochen, dort ich dort schönen Menschen verroden wird. Ach so, na das ist ja dann irgendwas anderes, seh der Hofmeister. Aber dann fällt dem Hofmeister dort bei. Diesem kleinen Jungen wollte heute noch einmal ausprüfen, ob der wirklich so treu wird, dort am nicht zu betäuben geht. Und nun jangert am dem auf eine Prüfung zu stellen. Heu nahm ich den Fuppen Geldbeutel und dann nahm er ich das Geldbeutel ein feines, grötes Goldstück. Dann weiß er dem Hirtenjunge dort, dann seht er, wenn du uns wirst das Nest wiesen, dann ist das Goldstück dient. Du brauchst ja dem Michael dort überhaupt nicht sein, dass du uns dort gewesen hast. Und der war dort auch nicht erworben, wir waren dort nicht verroden. Kost ganz bestimmt worden, wie wurden still sein. Nee, seh der Hirte Junge, dort würd je ein nichtswürdiger Schurke sein, wenn ich dort würd dünn. Dort will ich nicht sein. Michael konnte dort worden oder auch nicht worden. Dort hält sich mir ihr Lied. Wot halt mir dort, wenn die ganze Welt dort nicht wollt? In Gott im Himmel, der wollt dort doch. Und da wollte dann, wenn schlecht der Titel etzi. Pfui, heu spicht ab ihren ab. Am Erdl dort davon, dort Gott von am Sünde schlechte Meinung wird sein. Dann früchte Hofmeister bei am. Vielleicht wolltest du nicht, wo das Gold wird es. Wolltest du, wenn du das umtischen würdest, ab Kupfermünzen? Dann
dann wird dein Streuhut ganz voll Geld sein und dort wird nicht übertreten. Dann würdest du noch ein Streuhut brücken, wo wir auch dann ganz voll Geld würden machen. Da hört ein Junge, der steht nachdenklich nicht das Goldstück. Und dann dachte er an seinen armen Vater, wie arm haben sie dort? Wie knapp haben sie dort? Und würde Vater sich doch mal anstrengen, die große Familie zu ernähren? Heu dacht, der Vater würde sich bestimmt freuen ob das Goldstück. Doch dann, ob eumes wird er ganz abrecht. Nee, Gott, weich von mir! Und dann verfiert er sich selbst, dort er so peinlich, was gesagt hat. Und dann seht er in beste Sanft oder Tö. Möcht der Herr mir dort verzeihen, aber dort tiert sich kreize aus bei der Verführung eine Wüste. Dort, wo der sagt, alle diese Herrlichkeit will er dir geben. Karten Gott, ich gaufte Michael das Versprechen, dort nass Tschäum zu verruden. Ein Mann, ein Wort. Der Herr Jesus, der hat gesagt, wir entlehnen Trüe es, der wird auch ein Gröten Trüe sein. Und nu, odoi, ich geh, ich mach ne meine Schub. Und Tjenja, wer dort wieder geht, dort werden wir morgen hören. In einer Bibel steht geschrieben, ein Trüe Freund, der dort mehr läuft und steht Foster als ein Bruder. Und Sprüche 18, 24. Ja, auch wenn dort bloß ein kleines Vögelnest geht. Nu werden wir töp beten. Mög mi trü, Herr Jesus, mög mi trü. Manchen Weich hab ich te gönnen, manchen Kampf hab ich te bestohnen. Mög mi trü, Herr Jesus, mög mi trü. Amen. Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht.